Hallo YouTube. Ich hatte es letztens angekündigt. Hier ist das neue Stück. Der Fuhrpark ist nun vollständig. Meine Frau fährt vor mir. Ich habe das gute Stück gerade eben abgeholt. Aus Österreich kam schon der richtige Gedanke. Es ist tatsächlich eine Goldfin geworden. Ja, nachdem die Hayabusa ja nicht wirklich, die passte halt zur Doppel-X, aber nachdem die Hayabusa jetzt der Doppel-X zu ähnlich war und zwei nahezu gleichartige Motorräder im Stall zu haben, das macht nicht wirklich Sinn, denke ich. Und dementsprechend habe ich dann die Hayabusa abgegeben und nach was anderem geguckt. Und das andere, das ist die Goldwing geworden. Ja, ein Supertourer. Hier auf der Autobahn ist jetzt gerade nicht besonders interessant. Gleich komme ich auch noch auf die Landstraße. Dann schalte ich euch wieder dazu. Bis gleich. Ich bin jetzt knapp 65 Kilometer unterwegs mit der Goldfink. Gekauft habe ich das gute Stück in Herborn und bin jetzt auf dem Weg von Krombach in Richtung Olpe, auf dem Weg nach Hause ins Sauerland. Also ich muss sagen, es ist schon ein wirklich ganz besonderes Fahren. Luxus-Tourer trifft es also wirklich vollkommen. Der Motor läuft so seitenweich. Das ist wirklich unglaublich. Durch den Sechszylinder ist da auch noch ein schöner brummiger Unterton. Es ist also wahrlich nicht so wie ein Elektromotor. Ein bisschen Vibrationen sind da, aber die bewegen sich in einem so sanften Bereich, dass es macht wirklich Spaß. Wirklich großartige Wechselkurven habe ich bis jetzt noch nicht gehabt, aber das Motorrad ist natürlich nicht gar so wendig wie die KTM. Da braucht man sich nichts vorzumachen, das ist so. Aber man merkt schon durch den tiefen Schwerpunkt des Motorrades, dass es für diese Wuchtbrumme, was es ja nun auf jeden Fall ist, wirklich doch erstaunlich handlich ist. Schräglagenfreiheit weiß ich jetzt noch nicht, sind neue Reifen, klar, müssen erstmal so ein bisschen eingefahren werden. Aber wenn ich mir das hier so angucke, macht Spaß. Jo, so sieht's aus. Es ist eine Goldwing im Stall. Und ich hatte es ja bei einer Fahrt mit dem C400 GT, hatte ich das schon angemerkt. Ich bin eigentlich von der Goldwing, die ersten Goldwings nicht, die gefielen mir nicht so besonders, also da habe ich nie einen Draht zu gefunden. Ab dem Modellwechsel zu den Sechszylindern, sprich mit der GL1500, ab den Fahrzeugen ab der Baureihe haben mich die Dinger schon gewissermaßen fasziniert. Und trotzdem, dass ich viele, viele Motorräder besessen und noch viel mehr Motorräder zur Probe gefahren habe, habe ich auf der Goldwing nie vorher noch nicht mal gesessen.
Ich habe noch nicht mal zur Probe gesessen auf einer Goldwing. Eigentlich erstaunlich, weil ja, normalerweise bin ich für alles offen. Nur irgendwie die Goldwing hatte ich nie wirklich auf dem Schirm. Ja, das ist jetzt anders. Durch die Hayabusa, dadurch, dass die so ähnlich zu der Doppel-X ist, habe ich halt nach was geguckt, was wirklich ganz was anderes ist und bin da sehr schnell zur Goldwing gekommen. Ich war dann in Uslar bei dem Goldwing Fuchs, bei dem Motorradhaus Fuchs, Biker Point Fuchs heißt der Laden. Goldwing-Fahrer werden den kennen. Es ist angeblich Europas größter Goldwing-Händler. Und ja, da bin ich jetzt auf dem Weg von den Schwiegereltern, die in Sachsen-Anhalt leben, zurück nach Hause, haben wir da kurz angehalten. Und da habe ich das erste Mal jetzt drauf gesessen, habe gemerkt, Mensch, das ist ein Sitzen, also sich draufsetzen und wohlfühlen. Ich habe das ja schon bei dem C400 gesagt, aber das hier, das toppt das nochmal um Längen. Der C400, ja, der ist bequem, aber der ist ja bei weitem nicht so groß, nicht so mächtig, nicht so voluminös. Und das ist hier bei der Goldwing draufsetzen, wohlfühlen. Und ja, jetzt wo ich damit fahre, auch das vollkommen souverän. Das Motorrad hat jetzt 70 Kilometer auf der Uhr, 72. Und ja, großartig Leistung fordere ich jetzt momentan noch nicht ab. Aber man merkt schon, wie kräftig, mit welchem Drehmoment dieser Motor da dran geht. Nach dem Anfahren sehr schnell schaltet das Getriebe die Gänge durch. Das ist das CCT, das Doppelkupplungsgetriebe von Honda. Man hört so ein leichtes Klacken, die Mechanik, wie die arbeitet, und die Gänge, die flutschen einfach nur so durch. Ist auch das erste Mal, dass ich so ein Doppelkupplungsgetriebe beim Motorrad fahre. Ich muss sagen, ich bin wirklich gewissermaßen angetan davon. Der, das war nicht. Zack, fünfter Gang. 7 Gänge hat das Getriebe. Und wenn man so die Geschwindigkeit hält, dann läuft der Motor vollkommen vibrationsfrei. Weil da sind wirklich gar keine Vibrationen da. Beim Beschleunigen, da merkt man so ein bisschen die Kraft des Motors, will ich mal sagen. Das ist ein sehr angenehmes Fahren. Da muss ich wirklich sagen, ich bin überrascht. Aber gut. Jetzt kann man sich fragen, muss das sein? Braucht man das? Und die Frage ist da wieder mal, nein, man braucht es definitiv nicht. Aber besser haben als brauchen. Nein, vom Kosten-Nutzen-Faktor, von der Sinnhaftigkeit brauchen wir da nicht zu sprechen, will ich auch gar nicht. Und
Ich danke Gott, dass es mir möglich ist, so ein Motorrad hier zu fahren und zu besitzen. Das ist mir vollkommen bewusst, dass die Möglichkeit nicht jeder hat. Und deswegen, also da bin ich echt dankbar. Und ich bin auch dankbar, dass meine Frau diese Spinnereien von mir mitmacht. Weil ohne ihre Zustimmung könnte ich die Haushaltskasse auch nicht wirklich um den Betrag hier belasten. Ich hatte es ja auch schon mal gesagt, für mich käme niemals ein Fahrzeug in Frage, wofür ich einen Kredit aufnehmen würde. Dann bin ich einfach der Meinung, wenn ich einen Kredit dafür aufnehmen muss, dann kann ich es mir nicht leisten. Punkt. Und wenn ich es mir nicht leisten kann, dann kaufe ich es auch nicht, dann fahre ich es auch nicht. Naja. Das ist aber ein anderes Thema. Und ich denke, das gehört eigentlich auch gar nicht hierhin. Es ist ein schönes Motorrad. Mir gefällt es. Und hier am Biggesee sind wir jetzt gerade eingetroffen. Gleich kommen wir beim Biggegrill vorbei. Ja, ich fahre im Kreisverkehr die zweite Abfahrt ab. Wir kommen hier gleich beim Biggegrill vorbei und am 18. Mai am Biggegrill findet, sofern das Wetter einigermaßen mitspielt, das erste Rollertreffen findet dort statt. Beziehungsweise es beginnt dort. Oh, enge Kurven muss ich mich erst dran gewöhnen. Aber auch das geht. Ja, ich hatte ursprünglich gesagt, Rollertreffen bei Wolfsrevier am Möhnesee. Es haben jetzt aber einige gesagt, sie kommen so aus der Siegener Ecke, Bergisches Land. Und dafür ist das dann letztendlich einfach gelungener und günstiger, wenn wir das hier am Biggesee stattfinden lassen. Habe ich gerade Biggesee gesagt? Wolfsrevier am Biggesee? Nein, natürlich am Möhnesee. Ja, es wird um 10.30 Uhr, denke ich, ist eine ordentliche Zeit, wo man sich dort treffen kann. Erstmal ein Stück weit erzählen, ein bisschen austauschen und dann können wir auch sehen, dass wir eine Runde fahren. Ich lasse mir da eine schöne Strecke einfallen, wird so im Bereich um 100, knapp über 100 Kilometer sein. Über kleine Sträßchen, kurvige Sträßchen. Mit einem 125er Roller sollte das eigentlich hinhauen. Also ich hatte ursprünglich gesagt, so ein PX80 Vespa sollte es schon sein. Also 50er ist ein bisschen zu knapp. Aber wir sind jetzt nicht auf der Flucht. Wir fahren gemütlich und wir achten auch drauf, dass jeder mitkommt. Jo, das war's für dieses Mal. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, den Daumen nach oben. Wenn ihr neu seid, Abo. Tut uns beiden gut. Und bleibt gesund. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn ihr möchtet. Hier auf diesem Kanal. Macht es gut. Ciao.